Hallo Leute, hier sind wieder McQuiston 2051 und Marunansi. Und wir sind wieder auf dem Sky Factory Server. Und da momentan, ey, Pokémon so angesagt ist, habe ich gerade die Pokémon-Mütze an. Ach, Pokémon ist es, ich dachte, das wäre Super Mario. Oh, da wäre ein großes M drauf und die Mütze wäre komplett rot, meine Güte. Echt? Herr Schnösel. Tut mir da leid, Mister. Das sieht echt komisch aus. Ich hab hier der Schnauzbart wächst ja zwischen den Augen. Echt? Ja, ich habe auch schon gemerkt, meine Augen. Und das Monokel ist über deinem Auge. Ich habe schon gemerkt, ich muss meinen Skin mal noch ein bisschen aktualisieren. Ich habe gerade hier noch ein bisschen das Zeug hier drin mit dem Thermometer begutachtet, deshalb seht ihr auf der rechten Seite noch einen Haufen Aspekte, die ich dazu bekomme. Nein, ich habe mich damit noch nicht beschäftigt, ich sehe nichts. Ich wollte heute den Co-Prozessor bauen. Den ich mir jetzt mal angekündigt habe. Und ich werde endlich mal hier Golems machen. Bau dann mal ein paar Crafting Units. Mhm. Ich mal ein paar viele. Mhm. Egal. Was wollte ich? Einen dicken Prozessor. Ich habe schon eine dicke Zelle gebaut. Hier einen dicken, fetten Prozessor. Jawohl. Und ein paar Co-Prozessoren. Ich hoffe, ich darf drei hinzufügen und ansonsten. Keine Ahnung. Werden das alles Co-Prozessoren? Weißt du das noch? Ja, wie bitte? Muss man alles Co-Prozessoren bauen zu dem Prozessor? Ja, oder? Irgendwas war da doch. Seit es ME so kompliziert geworden ist, habe ich mich damit nicht mehr beschäftigt. Auch auf Minecraft City hatte ich ja nur ein ME, das gespeichert hat oder so. Was gespeichert hat, genau. Okay, dann gucken wir mal, ob ich das eine Kabel noch hab. Ja, ich weiß wieder, was ich machen wollte. So, hopp. Okay, haben wir aber gleich wieder keine Aspekte mehr. Kein Fiss. Den Prozess jetzt einfach in die Decke. Alles nochmal umbauen. Ich glaube, ich baue das ganze Haus dann auch nochmal um. Damit es hier funktioniert mit den Drainagen. Ups. Ach, das ging aber jetzt flott. Wir haben einen 64K-Prozessor, der unterstützt wird von vielen Co-Prozessoren. Das heißt, da müsste jetzt doch ganz schnell was ablaufen können. Irgendwie kann die Idee. Gucken wir mal, ob das klappt mit dem Quarzglas. Ich hätte gerne 100. Ach so. Ja, das ging schnell. Wir haben noch gar keine Speed-Upgrades drin. Sehr schön. Wir können uns Quarzglas herstellen lassen und das haben wir in der letzten Folge gebraucht für Ich hab's vergessen. Ich habe auch schon wieder vergessen. Für die komischen Pattern, genau. Ich wollte mir Pattern herstellen lassen, die brauchen Quarzglas. Eisen haben wir schon, Glowstone ist drin. Sehr schön. Haben wir unten. Kann ich hier so ein paar Pattern einfügen? Hier. Und dem ME endlich mal ein paar Sachen beibringen. Kleine Zellen oder so Sachen. Ich weiß gar nicht, was ich dem jetzt noch alles beibringen muss. Jede Menge. Spruce Wood ist immer jede Menge drin, das heißt, wir können uns ein Crafting Table herstellen lassen, wir können uns Stöcke herstellen lassen. Immer die wichtigsten Sachen zu nennen. Das Skelett hat mein Ding gekillt. Die Hexe, die da drin war. Weil die Sachen untereinander, damit die separat gecraftet werden können. Dann brauchen wir ein Certus Quartz Cutting Knife. Da brauchen wir immer jede Menge. So, ich habe da unten auch die ganzen Aura Notes mit einem Ding versehen. Mit einem, wie heißen die Teile?
Anchor. So dass ich da schon hin und her komme. Genau. Ah. Und dann kann ich nämlich da einfach meinen Wand aufladen. Man muss sie nicht immer die ganze Zeit die suchen oder rumfliegen. Jetzt habe ich nur vorhin schon einen Fehler gemacht, dass ich mich verklickt hatte. Ich komme mal zu dir hoch. Okay, das hat funktioniert. Und dann bin ich unter den Plattformen kläglich nach unten gefallen. Ja, wenn ich Glück habe, habe ich rechtzeitig die Aufnahmetaste gedrückt und ist auch irgendwo ein Stückchen drauf. Ja, toll. Nee, irgendwann musste mal so ein Outtake machen. Ja, auf jeden Fall. Wo bin ich eigentlich hin? Eine dämliche Fabrik. Diamanten holen, die habe ich noch gar nicht einsortiert, oder? Oh! Was haben wir denn hier noch alles? Oh, wir haben da noch einen Haufen Zeug. Wo kamen denn nochmal Diamanten her? Aus Braunen. Na, ist ja egal. Ja, hier haben wir eine Kiste, genau. Oh nein, was in Braun nicht mehr reinpasst, wird abgemacht. No. Seid ihr vernichten schon Diamanten? Was? Wir haben ja wohl den Wohlstand hier geerbt, oder was? Ja, wir haben schon 64 Stacks Diamanten, so ist nicht. Ja, ich weiß. So. Und das nicht aus Mineralien hergestellt wird, sondern aus Überresten, sollte uns auch scheißegal sein. So, jetzt soll ich mal endlich hier Gas geben. So, Magic Tello. Oh, ich wollte ein Rezept dafür machen. Tütüt. Ach, jetzt habe ich wieder die Brains vergessen. Brains. Ja. Ich bin extra runter, um welche zu holen, dann habe ich sie wieder vergessen. Immer das Übliche. Wir werden alle immer älter und vergesslicher. Ja. So langsam, aber sicher. So, gucken wir mal, ob das funktioniert. Ja, morgen bist du schon einen Tag älter wie gestern. Heute. Schon zwei wie gestern. Ist ja so durcheinander, kann man kommen. Ja, jetzt habe ich einen Zombie-Brain rein und jetzt. Boah, ich check's wieder auf keinem Auge, das ist so schlecht. Deine View-Teller, interessant, die sagt mir gar nichts. Ich glaube, ich fange mal mit kleinen gammligen Dingen an hier. Jo, der Hund bellt wieder. Ich hoffe, der macht die Aufnahme nicht zunichte. Also ich höre ihn nicht. Das ist ja schon mal gut. Mit dem LE weiterhin Sachen bei kleine Prozessoren. Größere Prozessoren. Noch größere. Das Buch sagt mir, ich soll Zombie Brain ins Ding hauen. In den Dinger. In den Crucible. Und dann Precantatio. Oh, da kriegt man echt Kopfschmerzen, wenn man das hört. Ja, wie heißt denn dann? Ich würde sagen Precantatio, aber. Gut, dann nennen wir es eben so. Maybe R wird bestimmt korrigieren, wenn er sich diese Folge ansieht. Oh oh. Oh oh. Was passiert da? Da wird wieder. Es kocht wieder über gleich, glaube ich. Dann gucke ich mal in der Maschinenkiste. Wir bräuchten unbedingt noch einen Bräter für das Ding hier. Da muss ich einfach warten und das wird zu dem. Ein harten Redstone Furnace ist jetzt nicht gerade das, was ich gerne hätte. Das blöde Ding selber upgraden, obwohl wir haben Enderium und Signal und Gear. Perfekt. Immer wenn der Topf anfängt überzukochen, haue ich einen Cobblestone-Block drauf. Bin ich eigentlich dumm? Muss ich die Frage beantworten? Weiß nicht. Der scheiß Ofen. Ich glaube, dass ich dumm bin.
Wenn ich einen Heuballen in den Dinger hau. Ja. Ich weiß nicht mehr, wie man das macht mit dem Crucible. Muss ich das nicht irgendwie mit dem Zauberstab anklicken? Was willst du denn machen mit dem Crucible? Ups. Jetzt ist er leer. Ich will den Golem erschaffen. Aber wie gesagt, dumm und so. Da steht, in dem Buch steht, ich muss... Na, nicht das. Ich wollte einen Wachsgolem machen. Weil er kann 8 tragen und kann 2 Upgrades kriegen. Ja, klingt gut. Und er braucht Magic Tello. Dann soll ich ein Zombie Brain in den Crucible werfen. Und dann dieses komische Brickentatio oder wie auch immer das heißt. Tatio. Aber ich check nicht, wie der da. Wie soll das da reinkommen? Ich auch nicht. Brauche ein Interface. Wo ist das komische ME-Interface? Da. Ach, sehr schön, sind noch welche da. Die Sachen sollte ich halber machen. Sehr schön. Genau. Aber egal. What the hell, maybe are. Alles gut. Der kennt sich da immer mit aus. Lol, ich habe sogar 17 Herzen. Fällt mir gerade auf. Das ist gerade eine abenteuerliche Konstruktion und habe keine Ahnung, ob sie funktioniert. Deswegen muss ich gucken, wo Shadow die ganzen Kabel versteckt hat. Ich weiß auch nicht, wie sie funktioniert. Dann wies er schon mal noch ein bisschen. Ne? Das ist schrecklich bei mir. Ich komme einfach nicht voran, weil ich irgendwie, glaube ich, nicht wirklich gebildet bin. Ja, ich hätte gesagt, du bist nicht im Bilde, aber wenn du sagst, du nicht gebildet bist. Na, im Bilde bin ich auch nicht, aber das ist doch ärgerlich. Hauptsache ein Bild im Namen, ne? Hm. Ach, daneben geklickt. Wir fangen jetzt einfach mal mit dem Einfachsten an, vielleicht geht es einfacher. Wir brauchen einen Heuballen. Vielleicht kriege ich das so zusammen. Am 8 Heu. Ja. 8 Heu ist ein bisschen zu wenig. Wir hatten noch irgendwo Zangen, wo sind die denn hin? In der Werkzeugkiste. Ender IO Zange, Thermal Expansion Hammer, ich habe keine Ahnung. Probieren wir mal beide, eins wird schon klappen. So, da genau. Hier rein, ja, das da wieder raus. Das Komische ist, die haben ganz andere. Hä? Ach, einen Heuballen habe ich noch gar nicht. Die haben ganz andere Aspekte, wie eigentlich Verzauberung braucht. Von dem her bin ich irgendwie zu nicht im Bilde. Hast du das, glaube ich, genannt? Brauche ich da noch einen anderen Zauberstab für? Keine Ahnung. Gut, ich habe die Circuits gemacht. Gebe sie jetzt hier ein. Ich glaube, ich muss unser Processing machen. Der Pattern hat immer zu wenig. Wunderbar, machen wir uns 100 Stück. Ja, dass da Speed Upgrades reinkommen. Dann muss ich erst hier. Und dann mache ich das Ding hier rein und das heißt, wenn ich jetzt hoffentlich beim Prozessor sage, ich brauche das Ding. Ach, verdammt. Ich glaube, ich weiß, wie das geht.
Sehr schön. Ich habe nur vergessen, dass das blöde Ding mehr Upgrades braucht. Dass er nicht von alleine schneller ist. Tötet. So, wir hauen jetzt mal zwei Airshots da rein. Hallo, zwei, nicht eine. Sieb, sieb, sieb. Oh, verdammt. Die Dinger hat Shadow nicht auf Vorrat gebaut. Dann haben wir hier zwei, dieses, was ich nicht aussprechen kann, drin. Und wenn ich jetzt noch... Ja! Ich habe Max. Wolle, Bronze. Noch mehr Bronze, Wolle, Glowstone. Oh, ich bin beim Sieb. Eroteum, Gold, Enderperle, Redstone, Kabel. Jesus. Das dauert. Ich bin mir sicher, ich habe das gesehen. Aber natürlich sinnvoll, wenn ich etwas reintun würde, was mehr Magie hat. Eine Enderperle, aber das hat auch noch so viele Nebenaspekte. Wo haben wir denn Wolle in der Blöckekiste? Nee, Wolle, 9 Wolle ist ja lächerlich. Wahrscheinlich fängt es hier gleich an, wieder überzukochen. Oh ne, hat sie alles geflüchtigt. The youth of the Ethyl Aether. Was ist mein Aether? Der schöne Diethyläther, der verflüchtigt sich auch von alleine. Und so eine scheiß Flasche aufstehen lassen, wenn es dann ein bisschen warm ist im Sommer, war es das. Glaube ich gut zum Inhalieren, oder? Je nachdem, wie du gut definierst. Soll, glaube ich, high machen. Ich hätte das jetzt nicht beraten dürfen. Wer weiß, wer hier alles zuguckt. Wir haben doch so eine Flasche zu Hause stehen. Ich? Na dann, Prost! wir haben doch hier einen Haufen Köpfe. Da will ich mal ein paar Enderman-Köpfe. Kann ich nämlich verwenden, um da Dings zu machen. Wachs. Der kocht da oben immer noch vor sich hin. Ja. Oh, ich kann noch drei Stück machen. Ich das alles daneben geworfen. Das war eine Assemblerkammer verloren. So, ich habe noch 6 Bugs. Ich brauche noch 2. Ich habe hier zu viele Sachen angeschlossen, das ist nicht gut. So, guck mal, ich habe das Ding dran. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, es sind nur noch 2 Assemblerkammern übrig. Es kann gar nicht anders gehen. Shit. Ja, jetzt ist da ein Haufen Zeug drin. So dass der Crucible wahrscheinlich gleich wieder überkocht. Ja, ich könnte einen Backen. Nee, warte mal. Mach ich mal hier erst wieder die Sicherung drauf. Auf jeden Fall mehr Controller. Dann muss ich den Wachsblock muss ich reinlegen mit dem Zeug hier. Okay. Geisterhund. Ich glaube, ich hatte Shadow gebeten, ein paar herzustellen, aber ich glaube nicht, dass wir die noch irgendwo haben. Er hat, glaube ich, aus allen möglichen hinten das irgendwie klein gemacht. Doch 2 Spinnenköpfe. Muss ein blödes Fass Lava und Skystone Dust geben und wir haben keinen Skystone Dust. Ich habe den vorhin vernichtet oder in die Kiste gelassen. Na, ich habe ihn noch. Skystone 3. Was bringen wir denn 3? Passiert nochmal aus dem ganzen Überschuss und Zeug, was im Crucible ist, da kann doch glaube ich Flux entstehen oder so. Genau. Und der kann irgendwie Schaden machen.
Und hauptsächlich die in der Umgebung dann wieder der Kampf raus. Noch da? Ja. Muss man aufpassen, weil der kocht hier dauernd die Füße. So, ich brauche jetzt. Haben wir noch so ein dummes Holzfass irgendwo bestimmt, oder? Was brauche ich noch mal? Humanus, Nobis und Spiritus. Santi Enti, oder wie das auch immer heißen mag. Klang schon sehr religiös, ja. Wenn ich da jetzt noch mehr reinhaue, das ist glaube ich nicht förderlich. Wollen wir denn Lava? Haben wir das schon irgendwo hin transportiert hier vorne? Ich nicht, oder? Wo haben wir noch Glasfalz? Wilds. Wilds. Keine Ahnung. Ja. So, ich kippe jetzt da Lava rein und es geht nicht. Oh, verdammter Mist. Geht nur mit so einem dummen Holzeimer. Konnte das hier irgendwer machen? Oh! Oh, oh! Nein! Da noch irgendwo so ein blödes Holzfass rumstehen? Das ist ein Dreck. Ich hab Scheiße gebaut. Warum? Was hast du angestellt? Ich hab hier alles mit Dings da überflutet. Mit der rosa Pampe? Ja. Hoffentlich flutscht den nicht runter. Muss schneller sein. Spaß beim Wegmachen. Ja, bisher hat es gerade noch funktioniert. Wieso ist da automatisch Lava drin? Weiß nicht, wie ich was. Keine Ahnung, was da los ist. Abwerfe. Automatisch zu gehen, sehr schön. Schreck, schreck. Au, wo kommst denn du her? Hä? Wo ist der jetzt hergekommen? Von draußen vom Walde komme ich rein. Komm ich her, verdammt. Hä, das eine konnte ich gerade relativ einfach wegmachen. Aber die anderen wollen nicht so. So, jetzt aber das da rein, das hier rein. Ich kann es mit Wasser, kann ich es wegspannen. Ich weiß zwar nicht, ob das irgendeinen Nachteil hat, aber ich mach's jetzt einfach mal so. Und der Vorteil ist, der Crucible ist wieder leer. Oh, hab irgendwie Fluxflu habe ich. Was auch immer das sein mag. Ich habe ungültige ME-Controller gesetzt. Das passt jetzt gar nicht mehr. Das ist blöd. Wir sind bei 23 Minuten. Also 24 vielleicht. Ja, ich dachte, man kann mehrere ME-Controller miteinander verbinden. Ich weiß gerade nicht, von welchem Item du überhaupt sprichst. Dem Hauptding vom ME. Warte, ich. Upsa. Hups. Ich komme gleich mal rüber. Ich muss nur hier die Pflanzen wieder pflanzen. Vielleicht müsste ich auch unterm Boden das Ding hinführen und dann da abzweigen. Das teste ich jetzt mal. Nee, auch das ist irgendwie ungültig. Oh, ich habe hier einen Haufen Kiwi. Kiwi, Pea-Seed, Spinach. Da werde ich mich mit Mavia mal kurz schließen und den mal fragen. Wo bist du denn? Hier. Von welchen kommt. Ach, von denen da oben meinst du? Nein, vom Controller an sich, von dem dicken Würfel. Von welchem dicken Würfel? Da oben. Der rote, blaue. Da, die zwei Dinger, die rot leuchten. Ist es nicht. Ach so.
Ich habe da hinten ja welche sitzen, die dann oben in den Speicher gehen, aber jetzt sind alle ungültig und ich weiß noch nicht warum. Geht es nicht nur dann, wenn man das direkt ans ME anschließt? Also ohne Kabel dazwischen? Nee, also wenn ich es weglasse, klappt alles wunderbar. Das Problem ist aber, dass wir dann halt so viele Leitungen belegt haben und der deswegen beim zweiten Assembler aufhört. Dann legt doch der andere bessere Leitung. Sind ja auch nicht viel. Denn du kannst hier, ja doch, 32. Dann kommen dicke Kabel aus dem Boden, das sieht auch scheiße aus. Ja, dafür gibt's Cover. Verfahren. Ich überlege mir einfach zur nächsten Folge was, wie wir das machen. Ja, das machst du. Weil die Folge ist fertig. Ja, also theoretisch klappt es, praktisch noch nicht so ganz. Das hier hat auch funktioniert, wenn ich die Rezepte so reinmache, brennt er mir die Sachen. Ja, erklär du mal weiter, ich will noch ganz schnell. Ich muss jetzt noch hinkriegen, dass ich den hinkriege. Also das funktioniert, vielleicht muss ich es auch nur einfach woanders hinstellen, damit ich hier einen Channel mehr habe, aber selbst dann haben wir hier zu viele Channel und ich überlege mir einfach noch was bis zur nächsten Folge. Ich will jetzt hier noch kurz den... Bist du denn hin? Ich bin wieder hier. Wo ist hier? Bei mir. Ah, dort. So, ich muss jetzt noch zwei Dings da reinmachen. Und ein... Da solltest du mal so einen Anker hinmachen. Hab ich doch, im Keller. Aber der ist geblockt, den seht ihr nicht. Was ist jetzt? Nein, jetzt habe ich Lava... Ach du... Na! Hast du Mann. Geguckt? Hast du geguckt? Ah. Sei mal nützlich, bring mir noch ein Spinnendings da. Kopf. Oh, oh nein! Oh, da oben ist auch noch solche. Hast du jetzt das Haus angefackelt? Nein. Ist oben nie so weit gelaufen, dass was passiert ist. Oh, doch, es brennt. Ich weiß noch nicht warum. Ah, die Lava macht Fernübertragung. Oh, bist du doof? What? No! Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Minecraft. Ciao, Leute.